Strahlender Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad. Eigentlich Bodywetter. Eigentlich, während die Bodygäste am Wasser schwitzen die Spieler vom EHC Winterthur auf der gefrorenen Form vom Wasser. Seit dieser Woche sind die Hockeyaner wieder zu Winterthur auf dem Eis. Es ist eine schöne Abkühlung, wenn man in die Halle kommt, aber zum Trainieren selber ist es immer noch sehr heiß. Im Gegensatz zum Winter, wo es dann eindeutig angenehmer ist. Wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt schon aufs Eis kommen. Je früher, desto besser. Wir haben jetzt einen langen Sommer gehabt, also ich auf jeden Fall. Und klar, es ist noch heiß draußen, aber es ist auch schön, da können wir mal ein bisschen Abkühlung überzukommen hier in die Eishalle. Auch wenn Eishockey-Spielen für die Spieler vom EHC Winterthur überhaupt nichts Außergewöhnliches ist, der erste Schritt aufs Eis nach der Sommerpause ist gleich nicht ganz einfach. So wie wenn man das erste Mal wieder auf den Ski steht in der Saison. Und das Ganze fühlt sich ein bisschen komisch an. Man hat neue Ausrüstungsgegenstände, die wieder angetragen werden, eingespielt werden. Aber so nach einer Woche, zwei Wochen ist man da eigentlich drin. Ja. Darum stehen bei den ersten Eistraining nach dem intensiven Sommerprogramm mit viel Krafttraining wieder die Grundlagen vom Hockey auf dem Programm. Das ist für jeden Spieler speziell, weil der Spieler sofort spürt, dass 6 bis 10 Wochen Sommertraining eigentlich irgendwo verpufft sind und das Gefühl hat, er hat gar nichts gemacht. Das ist immer speziell. Die erste Woche ist Scheibenbewegung, gute Passqualität, das Gefühl für die Schliff, für die Ausrüstung, für die Schlitt schon wieder bekommen, das Gefühl untereinander bekommen. Das war schon die erste Woche gewesen. Und jetzt klar, fangen wir an auch mit dem taktischen Bereich. Die Winterthur haben sich in der letzten Saison den Amateur-Schweizer Meistertitel geholt. Nach Umstrukturierungen der Liga spielt der EHCW jetzt in der National League B. Dementsprechend weniger hoch sind die gesteckten Ziele. 10 Mannschaften gehen in die Meisterschaft und alle 10 wollen irgendwo in die Playoff. Das ist klar. Wir müssen bescheiden bleiben, ist klar. Wir müssen uns etablieren, wir müssen uns an den Rhythmus gewöhnen. Es sind nicht zwingend mehr Spiele, aber sie sind, wie wir jetzt in den vergangenen Jahren hatten, aber sie sind in einer viel kürzeren Phase mit einem höheren Spielrhythmus. Und es ist klar, wir müssen uns in erster Linie an die neue Situation gewöhnen und möchten das Team so schnell wie möglich in dieser Liga etablieren. Das erste Mal ernst auf dem Eis gilt es für die Winterthur dann am 11. September gegen Langenthal. Schon morgen Freitag trifft die EHC Winterthur im Testspiel zu Hause auf die Kloten Flyers.